wir sind schon auch so realistisch, und das weiß ich auch selbst, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Ich kann die Tabelle lesen, aber die Tabelle hat trotzdem eigentlich gar keinen Einfluss, weil ich weiß, dass wir am Samstag ein Spiel bekommen, wo wir sehr viel nochmal vielleicht mit der Mannschaft gemeinsam rumreisen können. Und deswegen gilt der Fokus klar auf dieses Spiel. Und wenn wir das bestritten haben, dann schauen wir, wie die Dinge aussehen. Für mich war nicht der Ansatz, was in der Vergangenheit passiert, sondern was im Hier und Jetzt passiert. Und da kann man ja schon sagen, dass ich ein Trainer bin, der für eine eigene Spielidee steht. Und wir werden mit Sicherheit, was man auch heute im Training gesehen hat, mit der Mannschaft versuchen, mit dem das Spiel mit dem Ball dran zu arbeiten, Lösungen zu finden, wie wir in der Offensive mehr zum Erfolg kommen können. Im Moment habe ich den Eindruck gehabt, dass unsere Einstellung heute gut war und dass wir so dieses zarte Pflänzchen, das wir jetzt versuchen zu entwickeln und immer größer werden zu lassen, dass das die Spieler für sich gerade versuchen aufzunehmen, so ein bisschen zu inhalieren und umzusetzen. Und auch da galt klar, alles was war, interessiert uns nicht mehr, sondern wir beginnen jetzt hier für diese Woche einen Neuanfang. Und nur darauf ist der Fokus gesetzt.